Sehr warm werden nachher, deshalb haue ich einfach. Ich meine, wen will ich denn verarschen? Es ist halt so, dass wir dieses Jahr sowieso nicht nochmal grillen werden. Einfach weil ich haue halt ordentlich Kohle drauf. Ne? Ich bin ja eigentlich kein Freund, André, von diesen. Was ist das? Briketts. Nein, Briketts sind das eben nicht. Dann sind es Grillkohle einfach nur. Ja, aber das, diese Scheiben oder was das ist, weil ich bin ein Fan von Briketts. Weil die brennen auch länger. Diese Kacke hier, was ist das denn irgendwie? Da hat irgendwann einen Baum gefällt oder so. Und dann haben die das schwarz angemalt und sagen, hier, das ist Kohle oder so. Lehrer macht anstößige Videos bei YouTube und ist im Knast. Guckt euch, blendet euch dieses Gesicht ein. Ja? Er kommt da nicht raus. Und jetzt merkt ihr, er kommt raus, weil er einfach nur, es geht da zur Seite. Ah. Warum so, André, kannst du mal aufhören, mich abzulenken? Ich zünde jetzt den Shit an. Das habe ich neu gekauft. Jetzt, Leute. Oh, man sieht die Flames. Oh, krass. Ja, André, du musst halt einfach den Oscar jetzt gewinnen für die bessere Kameraeinstellung. Ne? Oh, Alter. What? Und den noch? Nee, das traue ich mir nicht zu zeigen. Du könntest abgemahnt werden von YouTube. Wegen dem heftigen Feuer, ja, oder ja, was? Ja, Mann, weil Feuer... Ich bin einfach das Feuer. Alter, halt mal kurz dein Gesicht so ein bisschen daneben. Das könnte... Weiter runter. Warte so. Hexenverbrennung. Hexenverbrennung? Ernsthaft? Da, sein Gesicht brennt. Ah, das nimmst du als Titelbild, Thumbnail. Ja, mach ich. Ja, 100%. So, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich zeige es uns nochmal groß. Also, wir haben hier Fleisch. Und zwar ist das Skirt Steak. Das ist quasi das Zwergfell des Rindes. Und im Gegensatz zu meinen sonstigen Vlogs und den Sachen, die ich so tue, ist diesmal irgendwie die Vorbereitung nicht so krass. Das heißt, wir machen einfach Folgendes. Wie gesagt, ich blende es nochmal groß ein. Wenn ich das jetzt so mache, kann man das wahrscheinlich nicht so gut sehen. Das Steak, ist das eigentlich Steak? Ja, das ist auf jeden Fall Rind. Das wird in entweder Frischhaltefolie oder so Vakuumierungsfolie oder Einfrierfolie eingepackt. Und dann wird da Teriyaki-Soße reingemacht. Das heißt, das muss 2 Stunden in dieser Teriyaki-Soße baden. Ich habe jetzt diese Gefrierbeutel nicht. Das heißt, ich habe es einfach mit Frischhaltefolie eingewickelt und es einfach bis zum Anschlag mit Teriyaki-Soße vollgemacht, damit sie es richtig vollsaugt. Also 2 Stunden muss das, damit das Rind-Zwergfell so richtig Teriyaki-mäßig drauf ist. Und das ist an Vorbereitung eigentlich schon alles. Mehr muss man gar nicht machen. Und das soll jetzt erst auf dem Grill bei großer Hitze, das heißt, ihr hört schon das Knacken und so weiter, der Grill läuft gerade. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis der wirklich glüht, bis wirklich hier die Post abgeht. Und dann tun wir es drauf und 2 bis 3 Minuten pro Seite. Das heißt, das wird soll auf keinen Fall durch sein, sonst schmeckt das nicht. Ein Move, den du in den Dissen gebracht hast, um die Ladies am Ende richtig zu beeindrucken. In 3, so wo du gesagt hast, das war dein Final Move for Fantasy. Ja, okay. Warte, ich fang am Bauch an und 3, 2, 1, go. Genug. Es ist jetzt wirklich arschheiß. Wir werden den Mist jetzt auspacken. Also es ist natürlich immer noch in der Teriyaki-Soße. Das waren jetzt bestimmt schon 2 Stunden. Ich packe den Shit jetzt aus und mach's auf den Grill. André muss hier ein bisschen mitarbeiten jetzt und den Grill irgendwie filmen. Nein, es ist ein Rinder-Zwergfell. Man erkennt es sofort. Hallo. So, und das kommt jetzt auf den Grill. 2 bis 3 Minuten pro Seite. Auf diesen hier übrigens, der schon echt delicious aussieht, der Grill. Warte kurz, ich will kurz einen krassen Zoom. Ja, ich habe den Grill schon 100.000 Mal drauf, André. So. Das ist eine Portion für ein paar hundert Leute. Oh, es riecht krass. Alter Schwede, guckt euch das Ding mal an hier, ey. Boah, das ist eine gewaltige Rauchentwicklung. So, da kann man das auch nochmal auseinanderklappen, klar. Krass, schaut mal. Das war mir gar nicht bewusst, dass das so ein langer Lappen ist. Alter, du hängst das ja gerade in die Flames. Ja, ist das heiß, leck mich am Arsch. So, 2 bis 3 Minuten pro Seite. Wir müssen das ein bisschen umklappen, es geht gar nicht anders. Weil ich habe dasselbe Problem privat auch. Er ist einfach zu lang, ne?
Das ist einfach zu lang. André, kannst du bitte aufhören, natürlich das Fleisch zu filmen? Ich bin der Grillmeister, ja? Ich bin hier die Hauptperson, ja? Aber es muss halt schon ein bisschen durch sein, ne? Das ist nicht lang hingelegt. Ich krieg das lang hingelegt, aber dann ist es nicht gleichmäßig, weißt du? Weil die Hitze ist ja hier. Ja, die Hitze ist. Zeig doch mal kurz, wo die Hitze ungefähr ist. André, guck dir das doch mal an! Guck dir das doch mal an und sag mir bitte noch mal ins Gesicht, dass du da nicht sofort Bock drauf hast, das jetzt wegzufressen. Aber es ist so heiß, leck mich am Arsch! Du weißt, ich fress es eh weg. Ja klar frisst du es weg, weil du ein Fresser bist. Es darf halt auf keinen Fall durch sein, ne? Es darf nicht durch sein, André. Das sieht ja so lecker aus. André, mich macht das richtig geil, André. Oh. Ich hab's jetzt voll ausgebreitet, André. Ich bin einfach der King am Grill. Bist du? Hallo, liebe Community. Mein Name ist Steve Krömer und ich muss es jetzt einfach mal aussprechen. Ich bin der King am Grill. So, jetzt noch einmal umdrehen. Damit auch wirklich der Mittelteil, der immer umgeknickt war. Ey, ich hab's voll drauf, Mann. Hör auf. Das ist so verdammt heiß. Ich hab's echt übertrieben, es war viel zu viel Kohle einfach. Hauptsache, mein Nachbar bohrt. Jeden Tag. Oder er mäht den Rasen. Jeden Tag. Mitten in unsere schöne Aufnahme rein. Jetzt habt ihr es mal live miterlebt. So, André, komm mal her. André, komm mal her. André, komm hier schnell. Jawohl, André, jetzt guck dir doch mal das hier an und sag mir, dass du nicht total Bock hast, deine gewaltigen Riesenzähne da reinzuhämmern. Ja, liebe Community, ihr könnt es jetzt gerade gar nicht sehen, aber der André macht schon S-Bewegungen hinter der Kamera, macht schon so. Ja. So, ich mache jetzt noch ein bisschen nach außen, weil in dem Rezept steht, es soll ein bisschen nachdingsen. Aber wir machen das jetzt ganz nach außen, damit es jetzt nicht mehr, es soll halt nicht mehr dunkler werden. Ne? Es ist optisch, es ist einfach ein Gedicht. So, es darf auf keinen Fall, es muss wirklich Medium sein. Wenn es durch ist, ist es wie Pappe, das kennen wir von jedem Steak. Ja? Wir sind Grillexperten, liebe Community. André, wo willst du hin? Ich habe dir nichts getan. Also, ihr Lieben. Wir werden es da nochmal groß einblenden, das sieht halt überragend aus. Ne? Jetzt kann man natürlich das alte nehmen, wo das drin eingelegt war, und noch so ein bisschen, ne, so ein bisschen anfeuchten. Wäre ja schade drum. So, ich mache noch ein bisschen Teriyaki-Soße drüber, aber nicht zu viel, das soll nicht darin schwimmen. Ne? Wirklich ein bisschen nur. So, und jetzt kommt dieses Gomasio, das könnte André bestimmt toll aussprechen. Hallo, Gomasio. 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 Gewürz aus geröstetem Sesam und Meersalz. Meersalz. So. Ja. Ich mach's mal. Ich hol mir nochmal einen Löffel. Wie gesagt, es ist gerösteter Sesam und Meersalz. Und das mache ich da jetzt drauf. Auch wenn es nicht zu viel ist. So. Ich muss echt sagen, dass diese Zutaten für das ganze Zeug relativ teuer sind. Also für das Fleisch, ihr habt ja gesehen, was für eine Portion das ist, wie viel Gramm oder so, kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber dafür habe ich 30 Euro bezahlt. Ja, das ist also schon eine stolze Summe, ne? So viel zum Thema, irgendwie die Vlogs kosten ja nicht so viel. Plus die Zutaten, das ist bestimmt nochmal so 20 Euro zusammen, zwischen 15 und 20. Bist du ungefähr für das ganze Ding bei zwischen 40 und 50 Euro, ne? So, das kommt hier jetzt drauf. Das macht das Ganze noch ein bisschen leckerer. Sieht natürlich jetzt nicht mehr so geil aus wie vorher. Überlegen, ob wir das von beiden Seiten. Ich glaube, so extrem viel soll das gar nicht sein. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Jetzt versuche ich noch die andere Seite zu kriegen, was gar nicht so leicht ist hier. So. Ein bisschen Teriyaki lasse ich jetzt gerade. Jetzt noch ein bisschen von dem Gomasio. Heißt es Gomasio? Ja, es heißt Gomasio. So. André, ich glaube. Oh, hallo. André hat die Kameraperspektive. André ist halt einfach. Er ist halt einfach ein MVP-Kameramann, muss einfach mal so sagen. Er nickt hinter der Kamera. So, jetzt haben wir genug von dem Zeug draufgeballert.
Und es sieht natürlich nicht mehr so geil aus, als wenn es gerade frisch, vom Grill kommt. Aber ich glaube, es schmeckt jetzt mega geil. Also, das ist Skirt Steak, ja, beziehungsweise Zwergfell des Rindes in Teriyaki-Soße mit gerösteten Sesam und Meersalz. Und jetzt geht's an die Verköstigung. Jetzt wird André P. dieses geniale Essen probieren. Und wenn es ihm nicht schmeckt, kriegt er gleich einen auf die Fresse. So. Klasse, Joe. Friss. Soll ich es beschreiben? Ja. Es ist sehr, sehr zartes Fleisch. Sehr. Oh, wie es aussieht. Wie es aussieht, André. André, hau weg. Sehr weich. Jetzt bin ich gespannt, André. André, ich bin gespannt. Was sagst du dazu, André? Mhm. Kann man essen? Oder schmeckt komisch? Er ist kritisch, liebe Community. Ihr seht das. Er ist kritisch. Ich brauche einen zweiten. André, Pape ist kritisch. Ja. Hat man noch nicht gegessen? Stunden später. Naja, ich muss. Hat man noch nicht gegessen, sowas. Muss ich sagen. Vom Geschmack her kenne ich es nicht. Aber sehr gut. So, das reicht mir. Ich probiere es jetzt selber. Alles ist ja sehr ehrlich. Ehrlich Meinung. An manchen Stellen hätte er noch ein bisschen länger gekocht. Überhaupt nicht. Doch, doch. Perfekt ist es. Nein. An manchen Stellen. Musst du blutig sein, André. Nein, es geht nicht um blutig. Es geht nicht um blutig. Mmh, Alter. Also es ist halt mega. Was stimmt denn nicht mit dir, André? Es ist perfekt. Es ist schwer. Es ist noch ein bisschen blutig, es hat diesen geilen Nachgeschmack, es schmeckt überragend. Alter Schwede, ist das lecker. Ich hab ja nicht gesagt, es ist schlecht. Halt die Fresse. Miesmacher, ne? Ja. Aber so gehen wir hier mit Kritikern um, ne? Ja. Er will einfach... Es ist saftig, es ist... Ja, das ja. Es ist wirklich gut, ihr Lieben. Probiert es bitte selber aus. Aber schon ein bisschen kalt. Komisch, ja, ne? Das ist mir... Ist wirklich sehr... Also, jetzt habe ich hier schon kalte Platte. Wir haben zu viel Quatsch gemacht. Verstehst du die Frage nicht, oder? Nee. Was möchtest du? Möchtest du hier das hier ist eher so? Ja, gib mir mal das. Ich glaube, das ist es. Meinst du? Ja. Dazu vielleicht noch ein Süßchen. Ja, es fehlt halt, keine Ahnung, Krautsalat, Kartoffelecken. Oh, Kartoffelwedges, ne? Ja. Oh. Das ist richtig fein hier. Ja. Ihr Lieben, danke, dass ihr reingeschaut habt. Wir sehen uns nächste Woche aus Orlando mit vielen coolen Sachen, die Sascha und Michelle schon wieder sich ausgedacht haben. Und ja, Kanal abonnieren, irgendwas dalassen, was immer ihr wollt. Auch wenn es ein kleines Häufchen ist, ist auch okay für mich. Guckt auch in unsere anderen Projekte rein, die jetzt hier vom eingeblendet werden. Nein, tun werden sie nicht. Ihr Lieben, danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich bin euer Savinio, neben mir Onkel Pape. Sandro Wagner. André nur. Ja, Nachname wird nicht verraten. Sandro Wagner, wir sagen danke, dass ihr reingeschaut habt und bis nächste Woche zu den USA-Vlogs. Macht's gut und ciao! Bam! Ja! It's all about the bumps in your heart.